Ladies and ja, meine Damen und Herren, ich begrüße alle zur eTravel World Conference 2018. Hey, wie wär's mit kräftigem Applaus? Clap today, okay? Wow, one. Hey, das ist ja toll. Vielen Dank. Super, dass ihr hier seid. Klasse Gruppe hier am ersten Tag ITB Berlin. Freue mich, dass alle da sind. Ihr wisst schon, wir haben einen total vollen Tag mit vielen verschiedenen Präsentationen und mit einigen der besten Köpfe unserer Industrie. Heute werden wir von Robotern hören, von Buchverhalten, von Reisetendenzen und vielem mehr. Also seid sicher, dass ihr alle Informationen einsammelt, die es heute gibt, zuhören, Notizen machen und einfach das meiste aus dem Tag herausholen. So wie bei jeder Konferenz muss man ja anfangen mit so ein paar organisatorischen Dingen. Also als erstes bitte nicht die ITB-App vergessen herunterzuladen, denn da findet man alle Info zu den Veranstaltungen über die Messe an sich. Und man kann da auch noch sagen, wie die einzelnen Redner waren. Man kann sie also bewerten. Zweite ist, unser Internet ist heute gratis zur Verfügung, dank unserer Hotelsponsoren. Die ganzen Kennworte, Passworte sind überall an den Wänden angeschlagen. Also bitte hin und dann die App runterladen. Und das, was ich immer am besten finde, ist das Dankeschön. Zunächst einmal ist das der Moment, wo ich das mal ein bisschen anders machen kann. Ich werde nämlich hier alle ein bisschen zum Beifall bewegen. Erst einmal der Organisation hier ganz herzlichen Dank, dass alles stattfindet. Also bitte hier, wie wäre es mit einem ganz tollen Applaus mal für die Organisatoren der Veranstaltung? Zweitens, ich möchte unserem Sponsor, dem eTravel Lounge Sponsor Travelboard, danken, dass wir das Ganze unterstützt haben. Also bitte auch für die mal einen herzlichen Beifall. Und gleich an alle hier ein Dankeschön, dass ihr alle hier seid. Also, und damit komme ich gleich weiter. Ich müsste ein bisschen die Redner, die Podien vorstellen und was sagen zu den unterschiedlichen Programmen des heutigen Tages. Zunächst einmal werde ich hier auf der Bühne zwei ganz besondere Gäste begrüßen, die jetzt offiziell diese Eröffnungszeremonie vornehmen werden und alle begrüßen. Zunächst mal kommen die beiden dann erstmal auf die Bühne und sprechen über die Zukunft des Tourismus, der Tourismusindustrie. Und deshalb begrüße ich jetzt erst einmal den Leiter der ITB Berlin. Das ist David Rutz. Und er ist mit seinem Freund, dem Service-Roboter Pepper, hier. Also wie wäre es mit einem hübschen Applaus für die beiden? Ja, meine Damen und Herren, hallo Pepper. Hallo David. Hier in der ITB ist verdammt viel los. Ja, das stimmt, Pepper. Die ITB ist eine Riesenveranstaltung mit ungefähr 160.000 Teilnehmern, mehr als 10.000 Ausstellern. Die kommen von der ganzen Welt über und werden hier sein. Von der ganzen Welt? Ja. Wir haben 186 Länder, von Malaysia bis Brasilien, Kanada bis Australien. Alle sind sie hier. Ich nehme mal an, diese Besucher werden eine ganze Menge mitbringen. Das kannst du laut sagen, Pepper. In den nächsten paar Tagen werden wir eine ganze Menge hier zu entdecken haben. Auch viele Dinge über die Trends von morgen. Verstehst du doch. Also, Vision der Zukunft. Das gefällt mir. Was können wir da erwarten? Nun, dieses Jahr bei der ITB, da werden wir über die Revolution des Verkehrs sprechen. Hast du mal gehört von Hyperloops, von Transportsystemen, von Überschallflugzeugen, von fliegenden Taxis? Über all das kann man in der ITB was rausfinden. Nicht schlecht. Und gibt's da auch was über mich und meine Kumpel hier? Deine Kumpel? Naja, steht nicht künstliche Intelligenz auch auf der Agenda? Natürlich. Digitalisierung, künstliche Intelligenz sind dieses Jahr ein ganz großes Thema auf der Agenda und vor allen Dingen hier bei der eTravel World. Jetzt bin ich neugierig. Worüber werdet ihr da sprechen? Naja, einer der Vorträge wird zum Thema, stell dir es dir mal vor, Neugier-Marketing sein. Und das bringt uns wieder zur Neugier. Ja, Neugier ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das Team Neustra wird uns erzählen, wie wichtig die Neugier der Nutzer ist bei der Interaktion mit künstlicher Intelligenz. Weißt du, was ich auch gehört habe? Dass mehr und mehr Autos jetzt sich selbst steuern.
Naja, wenn wir schon von Autos sprechen, die sich selbst steuern, machst du schon prima hier. Also heute Nachmittag wird Alex Bainbridge von Destination CTO uns erzählen, wie das mit dieser Technologie aussieht und auch welches Potenzial darin für die Reiseveranstalter steckt. Also hier sieht man Neugier fürs Marketing und selbstfahrende Autos. Wow, David, also ich weiß nicht, ob du weißt, ich kenne Facebook, Twitter, Instagram. Ich bin da ein Riesenfan. Willst du da bei der eTravel World auch ein bisschen was zu geben? Ja, Experten sind der Ansicht, da gibt es Riesenchancen für die Reiseindustrie natürlich. Die werden uns in den nächsten Tagen erzählen, wie in der Zukunft die sozialen Medien sich entwickeln. Das ist toll. Also persönlich, David, finde ich das, was mir am besten gefällt, ist, mich super in einer Hotelsuite zu erholen. Da hast du recht. Und kannst du mir glauben, Pepper, da stehst du nicht allein da. Hotels haben natürlich was ganz besonders Attraktives für viele Leute und natürlich besonders Reisende wie dich. Darum haben wir ein spezielles Forum hier bei der ITB dafür eingerichtet. Das nennen wir Hospitality Tech Forum. Das wird direkt nebenan beim eTravel Lab morgen Nachmittag stattfinden. Also Hospitality und Technologie. Also da liege ich doch richtig. Wir sprechen von Technologie und Hotelgewerbe, richtig? Ja, stimmt. Mit ein bisschen Attraktivität noch obendrein. Wie bitte? Musst du nicht rot werden, Pepper? Wir sprechen davon, dass wir ein attraktives Image für den Geschäftsreiseverkehr brauchen. Denn heute ist es so, dass sogar der Business Travel cool sein muss, auf ganz besondere Art und Weise. Und der Gründer von Konichi, Maximilian Waldmann, wird uns dazu mehr erzählen. Kann ich kaum abwarten, David. Und ich höre immer diesen Ausdruck Blockchains. Bin sicher, darüber werdet ihr auch sprechen. Oh ja, definitiv. Wir haben Professor Andrew Lim von der Den Haager Hotelschule und der wird uns erzählen, wie eine Blockchain für die Hotelindustrie sich positiv erweisen kann. Und Michael Kalain von Xtrip wird uns auch heute schon mehr dazu erzählen. Das Einzige, was wir noch nicht erwähnt haben, sind die Newcomers, richtig? Das hast du richtig gesagt, Pepper. Die sogenannten Newcomers werden bei der eTravel am Startup-Tag am Freitag hier sein. Und wir haben diese Veranstaltung gemeinsam mit dem VIR, Verband Internetreisevertrieb, organisiert. Schwerpunkt hier liegt auf innovativen Ideen der jungen Digitalen, egal ob aus Europa, Asien oder Amerika. Wow, all diese Themen, die geben mir einen Drehwurm. Ach, Pepper, ich weiß, was das ist, wenn man überflutet von Emotionen ist. Ist eben nur menschlich. Also ich meine eigentlich natürlich. Warte einfach mal ab und sehe, wie viel neue Informationen du mit dir nach Hause bringen wirst, wie auch die anderen hier von der ITB. Also ich glaube, da habe ich meinen Kumpeln viel zu erzählen. Das stimmt, Pepper. Und das Beste ist, wenn du immer noch ein paar Fragen hast, dann kannst du unsere Fachleute hier fragen. Die sind alle in den nächsten 3 Tagen hier. Wo sonst, wenn nicht bei der ITB, kann man so viele Profis an so einem Ort weltweit zusammenfinden? Darüber muss ich mal nachdenken. Aber noch eine Frage jetzt. Sollten wir nicht eigentlich offiziell die eTravel World eröffnen? Das stimmt. Vielleicht sollten wir das tun. Na gut, dann machen wir es doch einfach gemeinsam. Willkommen zur ITB eTravel World 2018.